Moin, ich bin Benno von Nightlaser. Wir haben zwei Alben auf dem Markt und das dritte kommt am 28.08. Die Corona-Zeit war für uns natürlich auch irgendwie schwer. Also wir hatten übers Jahr verteilt 65 Konzerte geplant, davon ungefähr 30 Festival-Gigs. Das war schon sehr, sehr, sehr fies, dass das alles irgendwie weggefallen ist. Wir haben die Zeit aber ganz gut genutzt. Wir haben direkt weiter angefangen zu schreiben und sind da eigentlich sehr dolle hinterher, dass man als Band trotzdem nicht einrostet. Wir freuen uns massiv. Uns fehlt die Bühne, uns fehlt das gemeinsame Musizieren und am allermeisten fehlt uns das Publikum. Hi, ich bin Toni und ich darf bei Nightlaser Gitarre spielen. Moin moin, ich bin Robert, ich bin der Bassist bei Nightlaser. Ich bin Benno, ich bin der Sänger bei Nightlaser. Hi, ich bin Jonas und ich bin der Schlagzeuger bei Nightlaser.
want you. Free to hear our sound. Da draußen. Wir sind Nightlaser aus Hamburg, aus der wunderschönen Markthalle. Heute Abend für euch live durch den Äther gesprüht, wo auch immer ihr gerade sitzt. Ich hoffe, es geht euch super gut. Ihr habt ein kaltes Getränk am Start und freut euch endlich mal wieder mit uns ein bisschen Heavy Metal abzufeiern, denn wir haben verdammt nochmal Bock. Der Scheiß hat uns sowas von gefehlt und wir sind total dankbar, dass wir heute hier sein dürfen. Total dankbar, dass ihr eingeschaltet habt. Und weil wir heute nur 30 Minuten Zeit haben, will ich gar nicht so viel quatschen. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber diesmal meine ich es ernst. Und wir spielen direkt den nächsten. Hier ist eine der Singles von unserem neuen Album, das am 28.08. rauskommt. Hier ist Street King. 1, 2, 3, 4! Fighting like a fighter, tough grit. Shining like a laser. Shining like a laser. Hot shit. City haunts you to the limit. Hey, that's who done living it. Oh yeah! On the sidewalk, sitting doing small talk. Shut up! So easy, playing very sleazy on the club. We'll be right back.
Das ist nach wie vor ungewohnt und ich will mich nicht dran gewöhnen, dass hier vorne keine Leute stehen und mit uns gemeinsam ausrasten, außer das arschgeile Team von der Markthalle, das wir heute hier haben dürfen. Das ist so cool, dass ihr das mit uns macht. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich kann direkt schon mal sagen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier auf der Bühne stehen, denn am 14.8., habe ich richtig auf dem Schirm, 14.8. stehen wir hier wieder auf der Bühne und dann auch mit Publikum unten. Das Ganze wird extrem begrenzt sein und räumlich extrem schwierig umzusetzen natürlich. Aber wir machen das und wir freuen uns drauf und das wird ganz, ganz toll geil. Und wir hoffen, dass möglichst viele von euch da draußen dann dabei sind. So viele, wie halt dann in den Laden reingehen, ne? Ja, ich habe gesagt, wir haben ein neues Album. Das heißt, wir haben auch ein altes Album von unserer Scheibe 2017. Hier ist Laser fucking Head! Ach, ist das schön. Ich muss mal einen Schluck trinken, ich habe noch gar nichts getrunken. Rob muss ich mal ein Stück ausziehen, der hat sich noch gar nicht ausgezogen. Toni hat schon. Ach, ist das schön, ey. Und wir ballern so richtig schnell durch unser Set durch, das ist eigentlich total schade. Am liebsten, ganz im Ernst, ich habe das Gefühl, ich könnte heute irgendwie 2 Stunden lang durchballern, das macht so einen Spaß, ey.
Geht's euch auch gut da draußen? Ihr könnt ja mal so ein bisschen eine Kleinigkeit unten reinschreiben, ne? Ihr habt ja wahrscheinlich alle YouTube-Accounts, dann könnt ihr unten reinschreiben, so, ja, ich sitze hier gerade mit Gerhard und orgel mir voll wie ein Achtarmiger einen rein. Das wäre halt irgendwie was ganz Nettes so, ne? Oder wie es euch sonst so geht. Wir lesen das nachher gerne. Und du so, Alter? Läuft, geht. Ja. Was haben wir denn auf dem Programm? Was man halt so macht auf dem Mittwoch. Oh, feine Nummer. Single vom kommenden Album. Gibt's schon online. Power to Power heißt die Nummer. Ne? Ist geil. Ist geil.
Live-Premiere. Live-Premiere hatten wir lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wann die letzte Live-Premiere. Doch, auf dem Ahrensburg Verkänzer Festival haben wir Street King das erste Mal live gespielt. Mag sein. Ja. Ja. Wir haben noch zwei Songs für euch. Traurigerweise, ja, nur noch zwei Songs. Sehr, sehr schade, aber das Schöne ist ja an diesen aufgezeichneten Dingern, ihr könnt euch das so oft anhören, wie ihr wollt. Ihr könnt direkt auf Repeat und dann den ganzen Tag nichts anderes machen, als dieses Konzert immer wieder zu gucken. Ich glaube, das mache ich dann Mittwochabend. Das wird gut. Ja, wir haben noch zwei Songs. Hier ist Brad and fucking Suckers.
Geil. Schade, wir kommen zu unserem letzten Track. Das ist richtig, richtig schade, bis wir wieder da sind. Und es gibt noch eine ganze Menge Streaming-Konzerte, die wir haben. Also wenn ihr noch mal ein bisschen irgendwie vorm Rechner mit uns abfeiern wollt, dann keine Angst, es gibt da noch genug. Guckt mal bei uns auf der Homepage, bei Facebook oder so. Ganz kurz ein paar Worte. Danke nochmal an den Laden, dass wir hier sein dürfen. Bitte unterstützt mit allen möglichen Mitteln die Venues, die Techniker, die Booker, das ganze Medienpersonal, bla bla bla. Der ganze Kram, der an der Veranstaltungsindustrie dranhängt, ist gerade echt am Struggeln und da haben alle ein großes Problem. Das heißt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, was zu tun, verdammt nochmal tut, weil ich habe keinen Bock auf ein Jahr 2021 oder 2022, wo es diesen ganzen Scheiß hier nicht mehr gibt. Dazu macht das einfach viel zu viel Spaß. Wir vermissen euch total, ey. Wir müssen unbedingt wieder vernünftig Konzerte spielen. Und an der wunderschönen Apfelgitarre. Tony Bobak, Rob Laser am Bass, Jonas Gabriel Günther. Macht's gut, Leute. Tracks, engines are screaming like hell. Wave goodbye.